Hallo Leute, neue Folge Assassin's Creed. Letzte Folge haben wir diesen verrückten Typen da umgebracht. Und jetzt was gibt es, Altair? Berichten wir davon. Garnier ist tot. Dann kehrt mit der Kunde eures Sieges nach Massiaf zurück. Da ist noch etwas. Dann sprecht. Oder muss ich eure Gedanken lesen? Was denkt ihr, was er von diesen Leuten wollte? Warum er mit ihnen experimentierte, so wie er es tat? Ihr sollt handeln, nicht Fragen stellen, Altair. Ganz gleich, was er tat oder weshalb. Nur sein Tod zählt. Aber Garnier schien zu glauben, diesen Menschen zu helfen. Ist es das, was ihr sagt? Nein, ich sah keinen Ort der Heilung, sondern der Qual. Welchen Sinn hat dann dieses Gespräch? Ich weiß nicht. Vergesst es einfach. Das habe ich bereits. Spule ja. Fort zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So. Das Ziel wurde eliminiert. Zurück zu Al-Mualim. Jetzt direkt zurück oder nochmal kurz ein Gespräch mit dem Typen anfangen? Oder es geht automatisch? Okay. Bekommen wir wahrscheinlich wieder neue Gegenstände wieder zurück, die wir damals wegbekommen haben. Ich habe komische Temperaturanzeigen. Ich glaube, der Animus läuft heiß. Jesus, immer ist irgendwas. Wie lange? Weiß ich noch nicht. Diese Verzögerungen sind inakzeptabel, Mister. Ich will jede Stunde einen Bericht. Es wird ein Weilchen dauern, Desmond. Warum legen Sie sich nicht hin oder so? Ruhen sich aus. Okay. Gehen wir mal wieder hier irgendwie in unser Zimmer rein. Diesmal bekommen wir hoffentlich keine Fehler. Jemand war hier drin. Aha. Sieht aus wie ein Zugangscode. Wo? Was? Hä? Zugangscode? Die Handtücher sehen aus wie ein Zugangscode. Ist ja sehr interessant. Können wir wieder lauschen? Nein. Ja, legen wir uns mal wieder hin. Wir sollen jetzt eigentlich bloß eine halbe Stunde ausruhen und nicht eine ganze Nacht, aber vielleicht liegen wir ja auch bloß eine halbe Stunde, wer weiß. Ach doch, der nächste Morgen. Raus aus dem Bett! Es wird ein schöner Tag. Sie sind aber heute gut gelaunt. Miss Dillman hat einige Modifikationen am Animus vorgenommen. Sie sollten jetzt noch länger drin bleiben können. Um Ihnen bei der Schatzsuche zu helfen? Das ist eine ernste Angelegenheit, Mr. Miles. Ich glaube, Sie wissen die Arbeit, die Abstergo leistet, nicht zu würdigen. Vielleicht, weil ich überhaupt nicht weiß, was ihr Leute tut. Wir ändern die Welt. Jeden Tag. Auf 100 verschiedene Arten. Wussten Sie, dass beinahe jeder Durchbruch des letzten Jahrtausends, sei er medizinisch, mechanisch oder philosophisch, von Abstergo oder seinen Vorgängern kam? Das ist eine kühne Behauptung, Doc. Meinen Sie nicht, Sie übertreiben da ein bisschen? Nicht im geringsten. Oh, natürlich ernten wir nicht die Lorbeeren. Das würde viel zu viel Aufsehen erregen. Wir suchen uns unsere Günstlinge sorgfältig aus. Warum? Ist das nicht offensichtlich? Es bedeutet, dass wir die Kontrolle haben. Aber wie? Was macht Sie so besonders, so clever, dass Sie all diese Dinge erfinden konnten und wir Normalsterblichen wie die Idioten herumstolpern? Um fair zu sein, wir erfinden sie nicht. Wir finden sie. Finden? Es sind Geschenke, Mr. Miles, von denen, die vor uns waren. Wir sprechen später weiter. Die Zeit drängt. Okay. Können wir jetzt laufen? Hallo? Ja, okay. Morgen, Desmond. Ja, hi. Beliebige Taste drücken. Sehr schön. So, wo gehen wir jetzt rein? Wo müssen wir rein? Schon da waren wir, glaube ich, gerade drin. Und jetzt Abschnitt 4.
Erinnerung gespart. Ja, Junge. Ich verarschen oder was? Wie, was, wo? Hierhin oder was? Wir sind bereit. Und hier rechts? Moment. Hätte gerade konnte ich doch noch nicht reingehen. Egal, komm. Wenn sie entdeckt wurden, stoßen sie Soldaten von Dächern und in Marktstände. Aha. Von Dächern und in Marktstände. Ihr schlagt euch gut. 3 von 9 sind tot. Und dafür gebührt euch mein Dank. Aber ruht euch nicht auf euren Lorbeeren aus. Es hat gerade erst begonnen. Ich stehe zu euren Diensten, Meister. König Richard, ermutigt durch seinen Sieg bei Akkon, bereitet einen Zug gen Süden auf Jerusalem vor. Salah al-Din ist sich dessen bewusst und sammelt die Seinen vor der zerstörten Zitadelle von Assur. Wollt ihr denn, dass ich beide töte? Ihren Krieg beende, bevor er richtig beginnt? Nein. Das würde ihre Armeen zerstreuen und das Land dem Blutdurst tausender zielloser Recken preisgeben. Sie werden erst in vielen Tagen aufeinandertreffen. Und derweil sie marschieren, kämpfen sie nicht. Ihr müsst euch um eine dringlichere Bedrohung kümmern. Die Männer, die so tun, als würden sie in ihrer Abwesenheit herrschen. Liefert mir Namen und ich liefere euch Blut. Das werde ich. Abul Nukut, der reichste Mann in Damaskus. Majid ad-Din, Regent von Jerusalem. Wilhelm von Montferrat, Lehnsherr von Akkon. Was sind ihre Vergehen? Gier, Arroganz, das Abschlachten Unschuldiger. Mischt euch unter das Volk dieser Städte. Dann erfahrt ihr von ihren Sünden. Habt keinen Zweifel, dass diese Männer dem Frieden, den wir suchen, im Wege stehen. Dann sollen sie sterben. Ihr habt euch ein weiteres Ausrüstungsstück verdient. Nehmt es. Macht es euch zunutze. Kehrt nach jedem Anschlag zu mir zurück, auf dass wir ihre Absichten erkennen mögen. Und, Altair, seid wachsam. Eure Taten haben wohl die Aufmerksamkeit der Stadtwachen erhöht. Sie werden jetzt misstrauischer sein als zuvor. Aha, es wird also schwieriger. Nee, Finger gerade biegen. So, was haben wir da jetzt bekommen? Kante greifen, Umschalt drücken, neue Fähigkeit erlernt, losreisen. Sie können im Hof trainieren. Sehr schön. Ich will kurz mal im Hof trainieren. Keine Ahnung, wo ich hin will. Altair, mich denkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Mich dünkt, sagt er jedes Mal. Jedes Mal. Was müssen wir jetzt machen? Drücken und halten Sie Taste 1 und drücken Sie Umschalt, wenn Ihr Gegner nach Ihnen greift, um dem Griff auszuweichen und dem Gegner zu treten. So. Was? Das Werk eines Meisters. Sehr schön. Und so, meine Schüler, sollte ein Mann kämpfen. Sehr schön. Was kann man ja sonst trainieren? Messer werfen. Konterangriff kriegen. Nur mal Messer werfen, nochmal kurz. Wie das nochmal ging. Nein, Messer werfen, Junge. So. Immer drauf werfen. Und so, meine Schüler, sollte ein Mann kämpfen. Ja, genau so. So. Was auch immer, was man wieder gemacht. Ich verstehe. Ja. So. Als nächstes müssen wir. Moment. Auch wieder da runter und dann wird uns wieder das Ziel angezeigt. Mit dem Büroleiter in Damaskus reden, mit dem Büroleiter in Akkon reden und mit dem Büroleiter in Jerusalem reden. Ach, Moment.
warum können wir jetzt schnell reisen? Habe ich irgendwas gedrückt oder geht es? Geht es von selber? Umlandbüro. 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 Büro. Hört man da jetzt direkt hin teleportiert? Benutzen Sie kam das gerade automatisch, da kann ich dieses Schnellreiseding selber auswählen und springen Sie durch öffnen. Wartestände, um der Menge auszuweichen. Weil das ist sehr interessant, muss ich mal sagen. Schnellreisen, ja. Direkt im Büro in Damaskus. Ja, hier, mein Freund. Willkommen. Welches Leben ja, sollt hallo. Ihr heute nehmen? Sein Name ist Abul Nukut. Deins. Was könnt ihr über ihn berichten? Oh, der Händlerkönig von Damaskus, der reichste Mann der Stadt. Wie aufregend, wie gefährlich. Ich beneide euch, Altair. Nun, nicht um den Teil, wo man euch eures Ranges enthob, aber um alles andere. Oh, und außer den Sachen, die anderen dann über euch sagen. Und ja, außer dem Fehlschlag und dem Hass. Ja, lässt man dies außer Acht, beneide ich euch sehr. Ja, halt ich schäme mich nicht darum, was andere denken oder sagen. Ich habe einen Auftrag zu erfüllen. Also, was könnt ihr mir über den Händlerkönig berichten? Nur, dass er sehr böse sein muss, wenn Al-Mualem euch schickt, ihn zu besuchen. Er bleibt unter den Seinen, im nobelsten Viertel der Stadt. Ein umtriebiger Mann, stets beschäftigt. Wenn ihr eine Weile unter seinesgleichen verbringt, erfahrt ihr sicher alles, was ihr über ihn wissen müsst. Und wo sollte ich mit der Suche beginnen? An eurer Stelle würde ich mit der Umayyaden-Moschee und dem Souq Sarusha beginnen. Beide befinden sich westlich von ihr. Weiter im Nordwesten liegt Salah al-Dins Zitadelle. Sie ist ein beliebter Treffpunkt und hat sich schon oft als Quelle loser Zungen erwiesen. Ja, diese drei Orte sollten euch helfen. Danke für euren Rat, Rafik. Ich kehre zurück, sobald ich die benötigten Informationen gesammelt habe. Sehr schön. Was haben wir hier direkt für ein Symbol neben uns? Das ist das Partisanen, blablabla. Gelehrte. Und hier ist noch ein Aussichtspunkt. Sehr verrückt. Gehen wir mal dahin. Wahrscheinlich werden wir jetzt das nächste Gebiet aufdecken. Und dann nochmal durchrennen dürfen wie die Verrückten. So. Kann man eigentlich einfach über die Mauer drüber klettern oder gab es da irgend so ein Tor, wo man ins andere Stadtteil kam? Ich glaube irgendwie hier durch oder so, oder? Kann das sein? Warum ist der in solcher Eile? Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank. Ah, hier sind wir ja schon drüben. Muss ich bloß auch hier wieder irgendwie raus, damit ich zu dem Aussichtspunkt komme. Verflucht den englischen König und sein Heer von Ungläubigen. Ja. Handeln gegen den Willen Gottes. Irgendwie bin ich schon ein bisschen zu weit. Ich muss mal schauen, wie ich hier wieder. Ich muss sagen, der andere Stadtteil sieht auf jeden Fall mit Abstand besser aus. Alter, wollt ihr mich verarschen oder was? Boah, Junge, mal ganz ehrlich. Oh. Action-Sicht. Müssen wir runterstoßen. Ja, ich schäme mich schon davon. Moment. Ihr habt hier nichts zu suchen. Geht. Und rein da. So. Ich würde mal sagen, danke fürs Anschauen. Wir werden nicht vergessen. Ich mache jetzt erstmal nochmal Aufnahmepause und hoffe mal, dass wir jetzt hier gespeichert werden haben, bekommen, tun sollten und so. Ja, ihr versteht schon. Und, na? Wir werden nicht vergessen, habe ich schon mal gesagt. Keine Ahnung. Tschüss. Und bis zur nächsten Folge.